KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom KinoCast im Jahre 2022, zur ersten Sendung. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Ein frohes neues Jahr und hallo. Alle am Start hier, wunderbar. Meine Wenigkeit, der Erik, ich grüße euch auch alle und... Hallo Erik. Schauen wir doch mal, was wir mitgebracht haben in unserem Neujahrspaket für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, an Filmen. Wir haben einen Film, da geht es nicht um eine Monarchie, der heißt aber King Richard. Es geht nicht um den englischen Adel, sondern es geht um die Williams-Schwestern, die im Tennis erfolgreich waren, der ihr Vater hieß, nämlich Richard, und hat sich um die gekümmert. Den hatten wir in der Sneak Preview. Dann haben wir bei den gesehenen Filmen Don't Look Up drin von Netflix. Und ich habe einen Film gesehen auf Disney Plus, The Last Duel, das letzte Duell, der neue Ridley Scott-Film mit Matt Damon und Ben Affleck. Matt Damon. Ja, die haben auch wieder zusammen das Drehbuch geschrieben. Und ihr habt Ron läuft schief gesehen, sehe ich hier. Dune sehe ich in der Liste. Und eine Serie, die in der letzten Woche so ziemlich alles überschattet hat. The Book of Boba Fett. Ja. Mal gucken, was uns noch so einfällt. Ein Rätsel gibt's auch. Da bin ich diesmal dran, das Rätsel zu stellen. Es wird interessant, sage ich mal. Und, oh oh. Na super. Und jetzt beginnen wir erstmal mit King Richard. King Richard, wie ich schon in der Einleitung gesagt hatte, es geht um den Vater der Williams-Schwestern. Die haben aber eigentlich noch viel mehr Schwestern. Also sind ja nur die zwei bekannten Schwestern, Venus und Serena. Serena. Selena Gomez gerade. Ich wollte sie gerade zusammen mixen in Verena. ja, die Hauptrolle spielt Will Smith. Und ja, als der Film begann, sah man schon so ja, gute Namen als Senderlogos, die man durchaus kannte, die jetzt nicht gerade so im Arthouse-Bereich unterwegs waren. Und da, ja, als man dann so Will Smith gesehen hat, da war es dann schon mal gute Stimmung im Kino, weil das ist schon mal meistens ein guter Indikator, dass da jetzt nicht gerade so der aus dem untersten Regal was kommt, es sei denn, wie ist dieser eine Film, wo der Will Smith auf diesem Planeten war, der war ja nicht so besonders, aber der Rest, ja, da hat er eigentlich immer ein ganz gutes Händchen gehabt. Und ja, wir sehen hier, wie es damals begann, als die Williams-Schwestern noch sehr, sehr klein waren, wie er mit denen Tennis geübt hat im Ghetto in Compton, auf so einem Tennisplatz, auf so einem abgefrackten, wo nebenan sich immer irgendwelche Gangs getroffen haben. Und er hatte für die Schwestern schon durchaus einen Plan gehabt. Er hat das irgendwie erkannt, den ihr Talent, schon relativ früh. Das haben wir jetzt in dem Film auch noch nicht gesehen, aber er muss es ja irgendwie erkannt haben, dass die mit Tennis irgendwas reisen können. Hat er nicht gesagt, er hat es beschlossen, dass er zwei Tennisspielerinnen machen möchte und hat seiner Frau gesagt, hey, wir müssen nochmal zwei Kinder machen. Mhm. So habe ich es in Erinnerung gerade. Das stimmt, ja. Das war so dieser erste so, okay, Moment. Ja, aber ja, frage ich mich auch, wie man das so forcieren kann, dass die Kinder irgendwie bestimmte Sachen machen, aber na gut, sei es drum. Ja, also ihnen hat es ja auch Spaß gemacht offensichtlich, sind da immer auf den Tennisplatz gegangen. Will Smith ist immer bei den reichen Leuten in die Country Clubs gegangen und hat da so ein bisschen die verschossenen Tennisbälle aufgesammelt, damit die da was hatten zum Üben. Und wir begleiten ihn dann, wie er die beiden so trainiert, wie er versucht, die beiden bei irgendwelchen Trainern unterzubringen, wie er versucht, dass sie da irgendwie eine Profilaufbahn bekommen später oder überhaupt, damit ihr den Weg geebnet wird, um dann später mal richtig erfolgreich zu werden. Denn so Profisport, da gehört ja ein bisschen mehr dazu als Talent, da gehört ja auch noch so Management dazu, da gehört... Ja, also mit Glück ist da relativ wenig, sondern das ist sehr viel Planung, sehr viel Vitamin B. Ja, aber bei Glück, du musst halt zum richtigen Tag, am richtigen Moment, am richtigen Ort sein. Genau, ja. Deswegen den Faktor Glück würde ich da nicht ausschließen. Ja, Glück ist auch, aber er plant ja alles immer, ne? Er sagt ja, er hat da so einen Plan und so soll es laufen. Und das will er machen, ja.
Und er schafft es ja dann auch, wie wir ja aus dem realen Leben wissen, er schafft es ja, dass seine Schwestern richtig ganz oben ankommen im Tennis. Töchter. Und seine beiden Schwestern, ja. wie er das geschafft hat, wird hier so im Film erzählt und ich glaube, da ist sehr viel Wahrheit drin, denn ich habe auf Sky Documentary eine Dokumentation gesehen, die heißt Serena, das ist ein Dokumentationsfilm und da hat sich sehr, sehr viel mit dem Film gedeckt, den wir jetzt gesehen haben. Das war wirklich beeindruckend, also da waren auch in dem Film, kamen dann am Schluss auch so echte Szenen, die der Vater damals mit der Videokamera aufgenommen hatte, was ja immer sehr, sehr schön ist bei so Biopics, wo man dann sehen kann, oh, wie nah waren die eigentlich dran an bestimmten Szenen, wie gut haben die nachgespielt und wie gut waren auch die Darsteller gecastet und so. Und da bei dem Serena-Dokumentationsfilm, da hat man wirklich sehr viele von diesen alten Videoaufnahmen gesehen. Da hatte man zum Beispiel auch noch diesen Trainer gesehen, zu dem sie dann nach Fort Wayne, war es glaube ich, ziehen. Der war wirklich auch sehr, sehr gut gecastet und Wahnsinn. Also hat echt viel Spaß gemacht, der Sneak-Film diesmal, oder? Der hat richtig viel Spaß gemacht. Also mir, ich war ja auch am Anfang so, also ich habe 5 Minuten, bevor es losging, erfahren, was kommt. Und dann so, ja, jetzt kommt dieser Film, wo die Tennisspielerin, ich so, ja, okay. Je nachdem, wie er wird. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Und dann halt Will Smith. Also ich mag einfach Will Smith auch. Das ist schon mal für so einen Film natürlich ein Riesenvorteil. Nur, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das so abartig gut, wie Will Smith diesen Film getragen hat. Also, dass er ein großartiger Schauspieler ist, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Wer das immer noch nicht glaubt, der soll einfach nochmal hier das Streben nach Glück angucken. Oder Bagger Vance oder was weiß ich. Also, es gibt genügend Beispiele, wo er einfach auch schon sein Talent unter Beweis gestellt hat. Und jetzt in dem Film finde ich wieder, und zwar auf eine ganz, ganz, ganz krasse Art und Weise, weil er trägt wirklich diesen Film komplett mit seiner eigenen Art. Er hat ständig diesen gleichen bisschen kaputten Gang drauf, weil ja seine Knie in dem Film auch kaputt sind und alles. Und er zieht das so unfassbar gut konsequent durch. Ich fand das so beeindruckend und einfach die ganze Figur, die er da dargestellt hat, wie das aussah, wie das gewirkt hat, wie er sich ja gegeben hat. Einfach wow. Also, puh. Hat mich richtig, richtig, richtig erwischt, weil einfach starkes Ding. Von Will Smith einfach starkes Ding. Hat es ja auch mitproduziert, den Film. Klar, das macht es für ihn dann immer noch ein bisschen einfacher. Aber trotzdem, also, es hat, für mich war es ein absolut stimmiges Ding. Und zwar von vorne bis hinten. Das lief durch. Der ging ja auch fast 2 Stunden oder sowas. Ich finde, das hat man gar nicht wirklich gemerkt, weil der hat so einen richtig schönen Flow, erzählt richtig gut die Geschichte, ohne dass da große Punkte sind, wo Langeweile ist, und ist jetzt nicht nur wirklich nur für Tennisfans was, wo sagen, oh ja, mich interessiert die Geschichte, aber total von Serena und von Venus. Nee, es ist wirklich für die breite Masse gemacht, weil es den Aufstieg zeigt von 2 Mädels, die wirklich zu dem werden, was der Vater ja mehr oder weniger gesagt hat, wo er hin möchte, dass sie Ikonen werden auch und da ganz arg viel Türen öffnen. Und das haben sie ja ohne Zweifel geschafft. Also da gibt es auch, glaube ich, denke ich eigentlich keine 2 Meinungen drüber, dass sie das geschafft haben. Und einfach toll. Ich bin wirklich, wirklich begeistert. Ich habe gar nicht so groß oder wirkliche Kritikpunkte an diesem Film. Weil das wäre, denke ich, gemein. Das wäre wirklich gemein dem Film gegenüber, wenn man unbedingt was rauspicken muss. Ich fand es einfach cool geschauspielert, extrem cool geschauspielert, auch was die Tennisszenen angeht. Das ist ja auch nicht unbedingt immer einfach, in einem Sportfilm das gescheit darzustellen. Aber auch das fand ich sehr gut. Das fand ich auch überzeugend. Deswegen für mich eigentlich eine komplett runde Sache. Richtig toller Film. Definitiv, kann ich nur zustimmen, absolut. Was man dem Film vielleicht so ein bisschen vorwerfen könnte, was ich so während des Films so gedacht habe. Ja, das ist so ein
im Amerikanischen nennen die das Oscar-Bait, also so quasi so ein Köder, so nach dem Motto, ey, wir machen jetzt mal einen Film, wir nehmen uns mal so ein paar Zutaten mit rein, was auf jeden Fall dann bei der Oscar-Academy dann verfängt und so. Also, ich sag mal so, wir haben ein Biopic, ja, wir haben eine vom Underdog zum Helden-Story, ja, so zum Superstar, wir haben Black Power, ne? Also jetzt gerade mit Oscars so weit, mit den Diskussionen in den letzten Jahren, ja, wir haben hier wirklich African-American Stars hier und ja, also das wäre vielleicht das Einzige, was man dem vorwerfen könnte, aber hey, das ist ja eigentlich, ist das ja zum Guten gemeint und es ist halt einfach mal so die Geschichte gewesen, ja, es sind ja, die haben sich ja wirklich von unten aus Compton, was man ja kennt aus diversen Rap-Songs, ja, was da so abging damals in den 80ern, haben sich ja wirklich dann nach oben gearbeitet und der Vater hat ja wirklich die Hände auch drauf gehalten, dass die eben nicht abrutschen, was ja leicht gewesen wäre in der Gegend, ja, dann ja. Einfach mal mit irgendjemandem mitzugehen und dann irgendwas zu probieren oder ja, und eben nicht den Fokus zu verlieren vom Tennis und irgendwas anderes zu machen. Deswegen, ich bin gespannt, wie der sich dann bei den Oscar-Nominierungen und überhaupt dann auch bei den Oscars dann schlagen wird. Ich schätze mal so rein von der Story her hat er gute Chancen und von der Art her, wie es gemacht ist und von den Darstellern. Bin da sehr gespannt, was da also passiert. Mich würde es auch nicht überraschen, wenn Will Smith dafür vielleicht sogar eine Nominierung bekommen würde. Nominierung bestimmt, ja. Wahrscheinlich auch sogar eine Nebendarsteller-Nominierung. Der Trainer war auch ziemlich cool, hat gut gespielt und ich glaube, Drehbuch war auch ganz, ganz gut gemacht. Das war halt, du hast ja schon gesagt, trotz über 2 Stunden Laufzeit war der nicht langweilig. Das liegt halt auch meistens mit, wenn das Drehbuch gut ist, wenn die Szenen passen, wenn das flüssig ineinander übergeht und so. Und deswegen könnte ich mir auch denken, dass da so, ich weiß nicht, ob es da ein Buch gab, was da zugrunde lag oder ob das jetzt ein neues war, also entweder Drehbuch oder adaptiertes Drehbuch. Ich denke mal, das wird auch eine Nominierung werden, ja. Und für alle die sich auch, ja, alle Filmfans, die sich auch so ein bisschen für Oscars und gute Filme interessieren, schreibt ihn euch auf eure Merkliste. Das ist auf jeden Fall ein sehenswerter Film, selbst wenn er jetzt vielleicht bei den Nominierungen in der Award-Season nichts abbekommt, aber definitiv sehenswerter Film. King Richard, obwohl ich dachte erst, deswegen hatte ich den nicht getippt, ich dachte, da geht es um was ganz anderes vom Titel her. Ich scroll meistens die Titel durch, wenn ich meine Tipps mache, dann denke ich, ah, hier ist ein Titel, da könnte eine Story dahinter sein, dann lese ich die Story und hier habe ich gedacht, das ist so ein Historienfilm oder sowas. So. Entschuldigung. Muss erstmal jemand die Modem-Verbindung wieder aufbauen. Zu AOL. Willkommen. Sie haben Post. Ah. Was geben wir punktemäßig? Ich gebe für die letzte Sneak des Jahres 2021 8,5 Punkte. Ja, ich gebe 8 Punkte. Ja, ist klar, sind wir relativ nah beieinander. Auf jeden Fall sind wir im Bereich sehenswerter Film. Und Kate weiß, was sie sich auf die Liste schreibt. Ja, mach ich. Ja. Mal sehen, wann er dann im Heimkino dann irgendwann kommt. Und jetzt können wir erstmal überlegen, was noch morgen vielleicht kommen könnte in der Sneak Preview. Wie lautet denn da der Tipp? Der Tipp lautet, es gibt sie immer wieder. Es gibt sie immer sind wieder. Sind da schon Hinweise eingegangen? Naja, Tipp ist Wanda, mein Wunder, was ja natürlich passen könnte, weil Wunder gibt es immer wieder. Und dieser Pizzafilm, dessen Vornamen ich nicht aussprechen kann. Licorice Pizza. Wo der Trailer ganz süß aussieht. Ja, ist auch in der IMDb gerade mit, ich habe mich da mal letztens in eine Seite reingeklickt, da waren so die populärsten Filme, genau, da gibt es hier Most Popular Movies, das sind also die gerade am meisten auf der Seite angeschaut und bewertet werden und diskutiert werden und da war der auch mit dabei, überraschenderweise. Hier sehe ich es gerade, ich glaube Platz 13, 14 oder so, hier ist kein Ranking, ja. 8,1 von 10 in der IMDb, also klingt nicht so schlecht. Ja, schauen wir mal. Wenn der wir kommt, werden sehen. Dieser andere Wanda, mein Wunder, also puh, ich weiß nicht. Das ist ich weiß nicht. Aber gehen wir doch mal ins Heimkino, wenn ich den Jingle, ach hier oben ist der.
Heimkino. Don't Look Up. Warum sollen wir denn nicht nach oben gucken? Wer möchte es uns erzählen? Der Chris. Das war so klar. Don't Look Up ist ein Film, der lief nur ganz, ganz kurz im Kino, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ist eine Netflix, eine, oder wie war es, nur in ausgesuchten Kinos irgendwie. Ja, damit es im Oscar-Rennen mitnehmen, mitmachen kann. Ne? Ja, und ich sag's mal so, zu Recht. gleich mal vorneweg. Don't Look Up mit, also von Director und Writer Adam McKay, mit Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill, muss ich weitermachen? Also Ron Perlman spielt mit Kind Cutie, Ariana Grande. Unfassbar gut und stark besetzter Film. Gefühlt ganz Hollywood. Gefühlt ganz Hollywood, von jedem was dabei. Und ich weiß gar nicht, wo soll ich am besten anfangen? Leonardo DiCaprio ist... Was? Worum es geht. Worum es geht. Leonardo DiCaprio spielt Dr. Randall Mindy, einen Astrologen, der Besuch hat von Studierenden oder von Doktoranden und Doktorantinnen, darunter auch Kate DiBiaski, also Jennifer Lawrence spielt Kate DiBiaski. Und gleich zu Beginn finden die durch Zufall, weil sie irgendwas beobachten, was anderes beobachten, einen hellen Punkt und stellen fest, okay, wir haben einen Asteroiden, der in Richtung Erde fliegt. Das lassen sie sich dann bestätigen und werden vorstellig bei Präsidentin Orlean, also bei Meryl Streep, und sagen so, hey, die Gefahr ist relativ hoch und dass das Ding auf die Erde klatscht und wir müssen irgendwie dagegen was tun. Und die Präsidentin und ihr Sohn Jonah Hill, den ich immer noch feier, ich fand den so gut in diesem Film, die kanzeln das mehr oder weniger ab mit, ja, wir haben jetzt erstmal Zwischenwahlen und da müssen wir uns erstmal im Amt bestätigen, da kann ich das eigentlich gerade nicht brauchen und ja, mal gucken, und ja, wird schon nicht so schlimm sein. Und es beginnt dann mehr oder weniger ein relativ skurriler Kampf von den Wissenschaftlern gegen die Politik. Und das ist eigentlich das Hauptthema bei Don't Look Up. Bis eben zu dem Moment, an dem tatsächlich der Asteroid am Himmel zu sehen ist. Es gibt dann noch eine Firma, ein Riesenkonzern, geleitet von Peter Isherwell. Also Mark Rylance spielt den. Das ist so eine Mischung aus Apple und Google. Ich tippe mal übrigens auf Nebendarsteller Oscar für ihn, für die Rolle. Ja. Also ja. Für den Gewinn. Also nicht nur Nominierung, ich tippe für den Gewinn. Ja, ihr habt das zuerst gehört. Ja, ich hab das zuerst gehört. Und der entdeckt dann aber auch eher so, ja, oh mein Gott, da hat's wichtig, auf diesem Asteroiden hat's wichtige Ressourcen für die Menschheit, und wenn wir das abbauen, haben wir viel mehr davon, wie wenn wir ihn zerstören und was weiß ich was. Also es geht dann nicht nur Wissenschaft gegen Politik, sondern es geht dann auch noch Wissenschaft gegen die Wirtschaft, und es ist so eine herrliche Persiflage teilweise, wie einfach man nicht auf die Wissenschaft hört. Und das ist dieses Thema, was so unfassbar aktuell auch ist, siehe jetzt gerade die ganze Corona-Sache. Man hört einfach nicht richtig auf die Wissenschaftler, sondern kanzelt das ab, guckt, dass man politisch selber gut aus der Nummer rauskommt. Ich erinnere da nur an die letzten Wahlen hier in Deutschland. Oder auch, wie man daraus Profit schlagen kann. Ich erinnere da auch an irgendwelche Maskendeals. Und Ich fand das so großartig dargestellt alles, also wie das alles funktioniert. Und das ist Don't Look Up kommt dann daher, dass halt eines Tages der Asteroid am Himmel zu sehen ist. Und die Wissenschaftler um Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio sagen dann, hey, schaut mal nach oben, look up, schaut oben, dann seht ihr die Bedrohung, sie ist da, sie ist real. Und die Präsidentin fährt die Gegenkampagne mit Don't Look Up. Ach, die erzählen uns doch Blödsinn. Schaut nicht nach oben, schaut nach vorne. Sie wollen nur, dass ihr nach oben schaut. Macht das nicht. Ja, genau. Also unfassbar gut. Und
da kommt dann im, also im weiteren Verlauf, es gibt dann noch ein Konzert und es gibt noch so ein paar Nebengeschichten und schlag mich tot. Ich finde das alles so, so extrem gut gemacht, weil die Cuts teilweise einfach, zack, ganz harter Cut und komplett andere Szene und immer mal wieder auch so ein bisschen Naturbilder eingeblendet, wie es eigentlich auf der Welt ist und was die Tiere dafür können oder sowas oder dass die eigentlich gar nichts dafür können und auch nicht geschützt werden. Und also was der Film mitträgt alles und mitbringt alles, ich finde es so großartig. Ich habe das so gefeiert. Die Art, wie sie das geschauspielert haben, die Art, wie es dargestellt wurde. Ja, es ist arg überspitzt teilweise dargestellt, aber so weit weg von der Realität ist es leider nicht, meiner Meinung nach. Ja, ist und das so. Ich hab's jetzt gerade schon mal kurz gesagt, mein heutiger Musiktipp wird auch in die Richtung gehen. Ich erkläre dann auch nachher nochmal, warum. Aber, also, ich fand den richtig beeindruckend. Nicht nur von der Schauspielerriege, weil ich mir richtig gut vorstellen kann, dass genau die Leute, wo da dabei sind, das sind keine dummen Menschen. Das sind keine dummen Schauspieler, die einfach so, hey, wir machen das einfach mal. Sondern die wussten ganz genau, was sie machen. Und zwar alle, durch die Bank durch. Und die wussten, welche Nachricht sie da transportieren. Und die wussten, wie sie die transportieren. Also die Parallelen zu der Präsidentschaft von Trump waren da. Es ist einfach, es ist so vieles da drin. Das kann man gar nicht beschreiben, wie es ausgeht. Das ist ja natürlich. Das ist ja, das alles, lassen wir mal offen. Also diese Aktualität, also ist ja jetzt nicht nur das aktuelle Corona-Thema, ist ja Klimawandel, alles. Weißt du, du kannst im Ahrtal werden ganze Dörfer weggespült, Menschen sterben. Jetzt habe ich gestern gab es Fotos aus Ägypten. Also ich folge da so ein paar Leuten, die ich kennengelernt habe, wo wir da unten waren. Da hat es jetzt geschneit. Also es gab so Schnee und Hagel. Also das gab es noch nie. Ja, das wird alles immer kurioser, das Weltklima. Und was soll man den Leuten noch erzählen? Ey, ja, also Fake News. Ja, also was soll denn noch passieren, damit irgendjemand, also selbst hier wird es auch so gezeigt, ja, die Leute, hier gab es dann die schöne Szene, wo die Leute dann auf dieser Wahlveranstaltung von diesen Don't Look Up Leuten sind und dann sieht einer das und sagt, ey, sie haben uns angelogen. Ja, zu diesem Punkt kommt es leider nie bei diesen Leuten, die so fest daran glauben, dass alle ihnen irgendwelchen Quatsch erzählen. Ja, die rennen leider weiter immer in die falsche Richtung. Das ist eben das Problem. Deswegen, es war ist eine extrem gut gemachte Satire, dieser Film. Und da steckt so viel Wahrheit drin mit diesen ganzen politischen Ränkespielchen und mit irgendwelchen wirtschaftlichen Interessen. Und auch sehr gut wird natürlich auch diese ganze wissenschaftliche Methode, die ja darauf basiert, auf Peer-Review-Prozessen und so weiter. Das versucht ja Leonardo DiCaprio hier immer mal darzustellen bei den Leuten, dass er sagt, ey, das ist jetzt nichts, was ich hier erfunden habe. Ich glaube da nicht dran oder irgendwas habe was erfunden, sondern das ist da, ja. Das haben auch andere Leute bestätigt. Das ist jetzt nichts, worüber wir diskutieren können. Ja, und genauso ist es leider bei vielen, vielen Dingen, dass die Leute eher die Leuten glauben, die denen schöne Sachen erzählen, anstatt jemand, der die Wahrheit sagt und sagt, okay, wir müssen jetzt was tun, damit wir überhaupt da die Krise abgewendet wird. Und auf solche Leute, die schlechten Nachrichten bringen, wird leider immer eingehauen. Und das sieht man immer öfter und gerade auch in Themen mit sozialen Medien, da ist es leider immer wieder der Fall. Es ermüdet mich auch sehr, sehr stark, sowas immer so zu sehen, wie solche Fakten absolut ignoriert werden von eigentlich intelligenten Leuten. Aber dieser Film verpackt das sehr amüsant teilweise und auch wahnsinnig gut gespielt. Das ist wirklich irre, dieser Film. Total krass. Also Adam McKay, der hat ja auch letztes Jahr, vorletztes Jahr hier einen meiner Oscar-Favoriten, Weiß, der zweite Mann, gemacht. Und ein Jahr vorher hatten wir sogar den The Big Short, hatten wir in der Sneak Preview. Und ich glaube, hier hat er auch wieder einen ganz heißen Oscar-Favoriten. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also würde ich mich echt nicht überraschen, wenn. Weil halt, wie gesagt, die Leute, wo dabei waren und wo mitgespielt haben, das sind nicht nur Größen in Hollywood, also Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, das sind alles Namen, das sind auf jeden Fall ganz große Namen. Und Jonah Hill spielt ja gerne in solchen kritischen Filmen mit. Er spielt auch gerne in Adam McKay-Filmen mit. Ja, wundert mich auch nicht, also das funktioniert auch ganz. Also
Ich wüsste jetzt tatsächlich auch nicht so wirklich, was ich an dem Film Negatives finden sollte. Weil mir hat der echt Spaß gemacht. Ich fand das einfach so großartig. So eine herrliche Persiflage. Und ja. War ja dann what I'm really trying to say is get your head out of your ass. Listen to the goddamn qualified scientists. Was dann auch so cool war, war so die, da gab es ja noch einen, der hat einen Film rausgebracht, ne, und hatte zufällig auch dieses Thema und wollte den noch schnell vor dem Weltuntergang ins Kino bringen, um da ein bisschen Kasse zu machen, und hat dann seine Promotour da gemacht und ach, das ist sehr gut. Kate hat noch gar nichts gesagt hier. Ach, du hast ihn auch gesehen, ja? Ja, natürlich. Und? Ja, ich fand den sehr aufschlussreich, sagen wir mal so. Weil, also die Parallelen, die natürlich zur Trump-Regierung geschlagen werden, sind unfassbar gut dargestellt. Und der Film nimmt sich in bestimmten Teilen nicht ernst und doch wieder ernst. Und das ist halt, das ist so eine Waage, die sich extrem gut hält. Auch die Darstellung von in dem Fall von Jennifer Lawrence, die ja quasi den Menschen klar machen will, Leute, hört mal zu, wir werden alle draufgehen. Warum hört ihr denn nicht hin? Ja? Und sie dann in Memes verpacken und im Internet lächerlich machen, das ist so echt. Das ist so glaubwürdig. Das ist so. Also es erschreckt mich immer wieder, aber es ist halt Tatsache. Auch die Darstellung, dass man den Planeten oder den Asteroiden nicht gleich von Anfang an einfach zerstört, weil man könnte ja Profit daraus schlagen. Das ist so. Ich glaube das. Ich glaube echt, dass das passiert, dass sowas passieren kann. Ich habe erst gedacht, oh Gott, haben wir jetzt hier den nächsten Armageddon-Film, als er dann auch der amerikanische Held präsentiert wird. Das ging dann aber in so eine schöne andere Richtung, dass ich das sehr, sehr angenehm fand. Und gleichzeitig so erschreckend, weil ich mir das echt vorstellen kann, dass unsere Regierungen dieser Welt genauso reagieren könnten. Ja, leider ist das hervorragender so. Hervorragender Film. Leider ist das so. Es sind ja nicht mal nur Regierungen, es sind ja teilweise auch ja einfach handelnde Personen in bestimmten Ämtern. Also es ist ja nicht nur das Große, die Regierung, sondern auch im Kleinen, ne? Mit Personen, die irgendwas nicht glauben, was aber eigentlich bestätigt ist und so. Und, ja. Leider. Zu viel Wahrheit drin in dem Film, aber das macht ihn eigentlich auch so brisant und so scharf und die Satire ist halt auch echt gut formuliert hier in dem Film. Hätte ich auch nicht gedacht, dass jemand, ja, gerade in dieser Phase, der ist ja während Corona auch entstanden, wo es ja schwierig ist, Filme zu drehen, dass die da wirklich so ein scharfzüngiges, gut geschriebenes Ding da rausgebracht haben. Ja, hätte ich nicht gedacht. Sehr empfehlenswert. Don't Look Up. Von mir 9 Punkte. So viel. Ja. Ich bin auch bei 8,5. Obwohl er auch durchaus 9 verdient hätte. Punkte. Ja. Ich fand ihn schon besser als King Richard hier. Und deswegen, also. Anders, einfach anders. Ja, nee, auch so den Cast. Also da war halt jeder richtig gut. Und jeder hat sich da die Seele aus dem Leib gespielt und hatte Spaß an diesem Projekt und so. Das war schon Wahnsinn. Krasses Ding. So, ich habe einen Film mitgebracht, den hatte ich schon länger auf meiner Liste, den gibt es auch schon länger jetzt auf Disney Plus, glaube ich. The Last Duel. Wie spricht man eigentlich Duell auf Englisch aus? Duel. Duel, das klingt irgendwie falsch, ich weiß nicht. Okay, also sagen wir mal das letzte Duell. Das letzte Duell ist der neue Film von Ridley Scott mit Matt Damon, Adam Driver. Den könnte man ja aus Star Wars kennen, so. Ben Ach. Affleck spielt auch noch mit und das ist ein Film, der war für mich so eine kleine Wundertüte. Ich dachte, das ist so ein Königreich der Himmel-Vehikel, was ja Ridley Scott, war das Ridley Scott? Ja, ich glaube, auch gemacht hatte. Also irgendwie so, ja, in der Ritterzeit, irgendwas so. Und ich musste mich dann positiv überraschen lassen von diesem Film. Er spielt in Frankreich im 14. Jahrhundert. Und das ist jetzt nicht gerade so, ich sag mal, die Zeit des
des schönen, in Anführungszeichen, Mittelalters, wo, was man so aus Serien kennt, wo alles so ganz nett ist und alles so, sondern es ist schon ein bisschen düsterer. Also das ist schon dreckig, düster. Der Ritter, den wir hier sehen, der gespielt von Matt Damon, der Jean de Carrouge, der hat auch ein kleines Anwesen. Matt Damon. Ja, der hat ein kleines Anwesen. Und er hat auch schon eine Frau gehabt und ein Kind gehabt, die sind aber leider verstorben. Pest, wie gesagt, düsteres Mittelalter damals. Und er bekommt durch ein, also wie das halt damals so war, man hat sich halt arrangiert mit anderen Adelsleuten und hat dann halt eine Frau versprochen bekommen. Und diese Frau, die... Ja, wie fange ich es jetzt am besten an? Also okay, sie zieht dann mit zu ihm, er bekommt dann auch eine Mitgift und da gibt es auch schon das erste kleine Problem, denn diese Mitgift, die er da bekommt, die umfasst nicht das alles, was er eigentlich haben wollte, sondern ein gewisser Teil, den er eigentlich haben wollte, der fällt an einen seiner ältesten Freunde, der gespielt wird von Adam Driver. Da sehen wir auch schon so Szenen, wie sie zusammen gekämpft haben, sich gegenseitig das Leben gerettet haben, also so richtig so Best Buddies. Und später dann fällt halt eben ein Teil dieser Mitgift an seinen besten Freund und wir sehen dann auch später, dass dieser beste Freund ist an dem Hofe von Ben Affleck, vom Graf Pierre de Alençon, und der ja ist so ein bisschen so die rechte Hand von diesem Grafen und hat dadurch auch so Privilegien und bekommt eben von diesem Grafen diesen Teil der Mitgift geschenkt. Und weiß es sogar, dass es eigentlich dafür versprochen war und nimmt es aber trotzdem an. Und als er dann mal die anderen besucht hier mit Damon und mit seiner neuen Frau, passiert etwas. Also er lernt die Frau kennen und verschießt sich so ein bisschen in die. Und später gibt es dann eine, ja, wie soll man sagen, also Matt Damon kommt nach Hause und von einer langen Reise und seine Frau sagt ihm, dass Adam Driver vorbeigekommen ist und sie vergewaltigt hat. So, weil sie war alleine in diesem Anwesen, die anderen Leute waren auch alle unterwegs und sie hat ihn reingelassen, weil sie ihn kannte und so. Und dann ist es so, der Film erzählt dann so in drei Teilen aus drei Sichten. Einmal aus Matt Damons Sicht, das ist die, die wir am Anfang sehen. Dann aus Adam Drivers Sicht, wie er das wahrgenommen hat, das Ganze. Und wie sich die ganze Annäherung an die Frau aufgebaut hat, wie sich die Beziehung zu seinem besten Freund entwickelt hat. Und die dritte Sicht natürlich aus Sicht der Frau. Und das, was wir ganz am Anfang gesehen haben, was ich jetzt noch gar nicht erwähnt hatte, es gibt eben dieses letzte Duell, wo Matt Damon ein Gottesurteil haben möchte, dass er quasi gegen Adam Driver in einem Duell auf Leben und Tod kämpft. Und da haben wir am Anfang des Films schon ein Stückchen gesehen und das kommt dann am Schluss in aller Breite und ist auch extrem spektakulär und spannend, weil so ein Duell auf Leben und Tod, das ist schon immer sehr, sehr heftig. Und zu dem Zeitpunkt, wo das Duell stattfindet, haben wir die verschiedenen Perspektiven von den Personen ja gesehen, wie die Situation wahrgenommen haben. Und wissen aber immer noch nicht genau, was war denn nun tatsächlich. Ja, also weil der eine nimmt so wahr, der andere nimmt so wahr. Und ist vielleicht ein bisschen schwierig zu erklären, dieser Film. Aber der ist wahnsinnig gut gemacht. Der ist wirklich absolut sehenswert. Sowohl vom Dreh her, von der Geschichte her. Und es ist natürlich auch hier diese aktuelle Story mit drin, mit Frauen, die sexuelle Gewalt erfahren haben und dann die Männer irgendwie da das wegwischen und sagen, ach, das hast du ja alles nur eingebildet oder sowas. Und der das Klassiker halt, ne? Und das halt in dieser, oder hab dich nicht mal so, oder du hast doch bestimmt auch was dazu getan hier und solche ja, Geschichten. Ja, du wolltest das doch, ja, zieh dich ja doch nicht so an. Und das halt in diesem Kontext hier so zu sehen. Und ich habe dann danach noch ein bisschen nachgelesen, das basiert auf einer tatsächlichen Geschichte, also dass dann wirklich der Ritter für seine Frau diesen Trial by Combat gemacht hatte und das war eine der letzten Gottesduelle, die in Frankreich stattgefunden haben damals.
Und sehr, sehr gut gemacht. Und Matt Damon und Ben Affleck haben hier auch das Drehbuch geschrieben. Sie haben ja schon mal eins geschrieben gehabt, wo sie auch einen Oscar gewonnen haben. Hier haben sie sich wieder zusammengefunden, das geschrieben. Und ein absolut sehenswerter Film. Und in UHD, boah, das sieht so wahnsinnig gut aus, auch hier auf Disney Plus. Sehr empfehlenswert. Also für mir auch 9 Punkte. Der Film hat mich sehr bewegt. Die ganze Geschichte, auch so dieses Top-Aktuelle in dieser Geschichte drin, die eigentlich im 14. Jahrhundert gespielt hat. Oder andererseits könnte man auch sagen, die Männerwelt hat sich halt seitdem nicht viel verändert, dass das immer noch aktuell sein muss, solche Sachen. Bloß, dass halt damals dann quasi um die Ehre noch gekämpft wurde. Und deswegen, ich empfehle diesen Film, wenn man mal ein bisschen Zeit hat, der geht ja auch ein bisschen länger. Absolut gutes Ding. Ich mag ja sowieso Ridley Scott-Filme. Okay, ihr habt Ron läuft schief gesehen und ich sehe schon von der Wertung her, ihr seid nicht ganz so angetan, wie ich es war. Bin ich mal gespannt, warum. Mal gucken. Ja, Ron läuft schief. Nachdem du den so relativ abgefeiert hast, habe ich gedacht, okay, schaue ich da auch mal rein. Und für mich ist es keine neue Geschichte, sagen wir es mal so. Es ist ein defektes Spielzeug. Wie ich schon letzte Woche gesagt habe, so könnte auch Chucky die Mörderpuppe sein. Der Film hat ein bisschen seinen Charme, aber ich finde es teilweise ein bisschen überdreht und schwierig. Einfach schwierig, weil ja, hat mich wirklich nicht so gecatcht. Also es hat, wie gesagt, ein paar nette Momente drin, ein paar tolle Szenen auch, aber im Endeffekt ist es, ja, es ist von der Animation her ist es okay, nur halt wirklich, wirklich was Neues war jetzt die Geschichte, nicht, sind wir mal ehrlich. Also das haben wir schon anders gesehen, auch mit ein defekter Roboter oder was weiß ich was, und ja, der ist nicht so charmant. Ja, das Thema, es geht um Freundschaft. Und dass es für Freundschaft nicht unbedingt einen Algorithmus gibt. Okay, bin ich alles auch d'accord, bin ich auch dabei. Ja. Am Ende muss ich sagen, ich habe ihn in 3 Etappen geschaut, weil er es nicht geschafft hat, mich über den kompletten Zeitraum einfach bei sich zu behalten. Und deswegen. Ja, das gibt's ja, sowas, ja. Ja, sowas. So sind die Geschmäcker halt verschieden, ja. Ja, eben. Mhm. Und ich weiß nicht, wie Kate es noch sieht. Also ich habe ihn nicht in 3 Etappen geguckt, ich habe ihn ganz am Stück geguckt. Und ich bin jetzt auch nicht so weggeflasht. Also ich fand ihn teilweise sogar ein bisschen nervig, den Film. Also es ist ein Problem, dass die Kinder und die Jugendlichen heute alle nur noch am Handy hocken und Social Media aktiv sind und so, das ist mir alles klar, aber wir haben das irgendwie gefühlt in jedem zweiten Film mittlerweile, und dann wieder so ein Konzern, der so einen besten Freund erschaffen will, und natürlich ist da dann einer kaputt und funktioniert nicht richtig und das mischt dann das Ganze auf und so. Ja, das Außenseiterkind bekommt den dann. Genau, und ich fand das alles so ein bisschen überdreht. Und es war ganz nett. Also ich glaube, für Kinder und Jugendliche ist der Film schon ganz süß. Aber er hat schon eine gewisse Tiefe, was die Moral der Geschichte angeht quasi. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, ich muss diesen Film jetzt jemandem weiterempfehlen, der muss den unbedingt sehen. Und ich fand auch die Charaktere nicht so mitreißend. Also ich fand Ron war schon lustig, aber ich fand den Jungen nicht so besonders. Seine komischen Freunde und die Lehrer wurden wieder als total deppert dargestellt. Und ich weiß auch nicht, das ist. Er ist ganz nett. Ja. Also ich habe ihn jetzt nicht abschalten wollen unterwegs, aber ich fand ihn halt auch nicht so, dass er sagt, okay, ich muss den jetzt nochmal gucken. Und ich gebe dem auch mal so 4,5 Punkte vielleicht. Ich mag das halt immer, wenn so Kinderfilme, ich muss ja leider einige gucken, wenn die so 2 Ebenen transportieren. Also eine, die Erwachsenen Spaß macht oder wo man Sachen wiedererkennen kann, was jetzt die Kinder nicht so kennen.
was halt hier so dieser Tech-Konzern war und sowas, ne? Wo man dann als Erwachsene auch noch so ein bisschen so eine Ebene drin hat, wo man sagt, okay, das ist nicht alles nur Kinderkram. Und wo die Kinder halt auch irgendwie Spaß haben und so. Das mag ich eigentlich immer ganz gern. Das trifft der Film ganz gut, aber ja, hat bei euch nicht verfangen. Kann man nichts machen, ist halt so. Also, vielleicht sehe ich es nicht genug aus der Kinderbrille, weil wir einfach kein Kind haben. Oder, aber ich bin ein Kind. Einem Kind. Ja, du bist ein groß, sehr, sehr großes Kind. Ich bin ein Kind. Halt, ich glaube, wenn du da mit deinem Sohn nebendran sitzt und siehst, wie es ihn begeistert oder wie er an bestimmten Stellen lachen muss, ich glaube, dann ist der Film schöner. Also das reißt, glaube ich, dann dich mit, wenn dein eigenes Kind den Film genießt und es ihm Spaß macht. Und wenn er dann noch nicht komplett Banane ist, wie jetzt Paw Patrol, dann ist es, glaube ich, kann... Nichts gegen Paw Patrol. Guckst du den aus einer anderen Sicht an. Aber was du gesagt hast, dass Filme Erwachsenen und Kindern Spaß machen, welche Filme das sehr, sehr gut machen, sind die Minions-Filme oder diese Ich-einfach-unverbesserlich-Filme. Die vermitteln das sehr gut. Das macht halt einfach beiden Generationen Spaß. Ich denke eher die ganzen Chief Pixar-Filme. Mehr Kinderfilm. Ja, Pixar auf jeden Fall. Ja, Pixar mit, machen das hervorragend. Mit Alles steht Kopf außer und Cars. Oben und so. Ja, Cars ist auch nicht meins. Ja. Na gut. Ja, ich habe ihn gesehen und es war in Ordnung. Und dann darfst du noch was über Dune erzählen, sehe ich hier. Genau, ich habe mir auch Dune reingezogen, nachdem er jetzt bei Sky Cinema läuft und auch auf On Demand abrufbar ist. Ich stimme dir zu, dass das ein sehr, sehr bildgewaltiger Film ist und dass der einen sehr guten Aufbau hat. Allerdings ist er mir für die Länge des Films an Story zu flach geblieben. Ich glaube, man hätte ihn ein kleines Ticken schneller erzählen können, um dann mehr Story reinzubringen, weil er ist jetzt schon relativ seicht, aber halt extrem gut gemacht. Also ich hätte jetzt kein Problem gehabt, mir direkt den zweiten Teil auch noch anzugucken. Also... Aber es gibt ihn halt noch nicht. Ja, genau. Das ist halt das Problem. Ich hatte ja mal so einen spontanen Twitch-Stream gemacht, wo ich ein bisschen meine Filme des Jahres zusammengefasst habe. Da habe ich auch, Dune ist ja bei mir relativ weit vorn dabei, aber ich kann den wirklich noch nicht abschließend beurteilen, weil ich glaube, da sind viele Handlungsstränge aufgemacht worden, die wahrscheinlich im zweiten Teil aufgegriffen und abgeschlossen werden, die mich einfach so ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen haben. Und ich denke mal, man muss einfach den zweiten Teil dann noch gesehen haben und darauf warte ich einfach noch. Ja, also ich tue mich auch schwer, dem Film Punkte zu geben, weil es ist ja kein kompletter Film, es ist keine abgeschlossene Geschichte. Es ist quasi das erste Kapitel eines Buches und der Rest ist halt noch nicht geschrieben. Aber ich glaube, der... Wie soll man das dann beurteilen? Der Rest ist schon geschrieben. Geschrieben ist er schon. Ja, ist natürlich. Da. Du weißt, was ich meine. Ach so, ja. Du meinst, es gibt es noch so. Nicht. Ist noch nicht verfügbar. So. Es ist einfach noch nicht verfügbar. Ich konnte es noch nicht, kann es nicht abschließend fertig gucken. Ja. Deswegen tue ich mich sehr schwer, den Film zu bewerten. Ich hab großes Vertrauen in Denis Villeneuve, dass es gut wird. Und ich glaube, der zweite Teil wird richtig gut. Und dann, also das schließt dann richtig gut ab und... Werden es nur zwei Teile? Also das andere, worauf das basiert, waren ja auch zwei Teile. Ja. Und ich denke mal, das müsste so ungefähr hinkommen. Aber bei dem Tempo, wo es jetzt erzählt wird? Ja. Ich glaube, die machen drei Teile draus. Na, mal schauen. Was steht hier in der IMDb? Mal gucken. Dune, da gab es doch Part 1. Na gut. Dune Part 2. Nee, Part 3 steht jetzt hier nicht drin. Part 2. 2023. Ach, dauert ja noch ewig, ey. Muss man nochmal gucken vorher. Ja. Na gut, gucken wir mal, was wir sonst so im Kino gucken. Mal sehen, was da so in Charts ist und anläuft. Kinocharts und Neustarts. Was ist denn hier so in Charts? West Side Story Platz 5. Maria. Hat sich aber was geändert zur letzten Woche hier? Ja, gar nicht. Ja. Encanto ist auf der 4. Den haben wir auch episch besprochen. Letzte Woche auch, oder? House of Gucci dann auf der 3. Dann auf Platz 2 Matrix Resurrections.
Platz 1 immer noch Spider-Man No Way Home. Das hat sich doch nichts geändert, oder? Ja, Spider-Man ist einfach nicht zu verdrängen von Platz 1. Super, war auch in meiner Rangliste Platz 1 letztes Jahr. Ja, toller Film. Ja, definitiv. Richtig, richtig toller Film. Hat alles drin. Was läuft an in den Innenstadtkinos? The King's Man. Und zwar ist es das Prequel. Also es ist nicht dieser Nachfolgefilm, der da kommen soll zu der Kingsman-Reihe, sondern quasi das Prequel. Habe ich jetzt schon einige Male, auch bei Twitch, wenn man irgendwo in Stream reinschaltet, kommt ja manchmal Werbung, da kommt der Trailer häufig. Also ich glaube, die penetrieren da ganz schön durch. Ich glaube, das werden einige Leute sich mal anschauen wollen, solange wie es noch, wie die Kinos noch so weit aufhaben. Ja. Ja. Dann haben wir Lamp, der Mystery-Horrorfilm um ein kinderloses Paar, das ein mysteriöses Neugeborenes auf ihrem Bauernhof als ihr Eigenfleisch und Blut behandelt. Das ist die Sneak, die wir leider verpasst haben. Oh. Die kannst du jetzt nachholen, Mensch. Oh. Mit Nomi Rapace. Mensch, Erik, die kannst du jetzt nachholen. Ist total toll, ich habe dir schon Karten gekauft. Viel Spaß. Ich glaube, die läuft gar nicht in den Stadtkinos. Wanda, mein Wunder, den haben wir ja wahrscheinlich in der Sneak. Bitterböse Komödie über eine reiche Schweizer Familie und ihre polnische Hausangestellte. Ja. Dann haben wir noch Plötzlich aufs Land, eine Tierärztin im Burgund, französische Komödie um eine zielstrebige junge Dame, die wider Willen in ihrer Provinzheimat als Tierärztin aushilft. Sowas wie Doc Hollywood. Oh, ey, Doc Hollywood, großartiger Film. Ja. Hast du auch zurück in die Zukunft geguckt? Der lief ja jetzt immer über den Feiertag. Den kann ich alles immer schauen, hey, den ja. könnte ich direkt hier einschalten und schauen, ja, ich wäre sofort dabei. Also ey, Back to the Future geht einfach immer. Definitiv. The 355. Action-Thriller mit Frauenpower, in dem die besten Agenten der Welt eine streng geheime Waffe sicherstellen. Der Trailer sah ja auch ganz nett aus. Wer sind denn die besten Agentinnen der Welt in dem Fall? Jessica Chastain, Diane Kruger, Lupita Nyong'o und Penelope Cruz. Oh, muss da Diane Kruger mitspielen, ey. Oh, furchtbar. Dass du die nicht magst. Ich mag die nicht. Bing Bing Fang. Fun spielt auch mit. Ach so. Okay. Ja, Bing Bing Fang. Es läuft auch immer an Der Mondbär, das große Abenteuer. Nein, da geht es nicht um mich, sondern um es ist ein lustiger und lehrreicher Kinderfilm, der auf der gleichnamigen Kinderbuchreihe basiert. Das wird bestimmt toll. Also, das glaube ich. Der Kleine ist da jetzt schon raus aus dem Mondbär-Alter, aber die anderen Mondbär-Filme haben wir geschaut und so. Die sind auch echt schön gemacht. Okay. Ich glaube, das wird mal wieder. Ich tippe mal so mindestens Platz 3 im Kino. Obwohl, nee, warte mal, die Kinder, wie ist das? Ach, die brauchen jetzt einen Test, ne? Nee, wenn die Schule wieder losgeht, nicht mehr, weil da werden sie in der Schule getestet. Okay, dann. Ja, aber nur noch bis Ende Januar. Okay, naja, dann so lange läuft ja noch der Mondbär. Also ich tippe mal Platz 3 in Kinocharts Mondbär, weil sonst läuft ja kein Kinderfilm gerade. Bad Tales. Es war einmal ein Traum. Italienisches Drama über eine frustrierte Vorstadtsiedlung Roms, deren Träume im Nichts verpuffen. Oh. Oh. Und Garderie Nocturne, Night Nursery, ein Drama. Keine Ahnung, worum es da geht. Geht es um Garderie Nocturne. Burkina Fasos Hauptstadt, geben Sexarbeiterinnen ihren Nachwuchs in die Hände von Frau Koda. Die ältere Dame kümmert sich schon seit Jahrzehnten um die Kinder, deren Mütter nachts anschaffen gehen. In dieser Dokumentation erhalten die ZuschauerInnen einen Einblick in ein Leben, in der Frauen alles tun, um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. So. Feel-Good-Movie. Ja, das ist eine Dokumentation. Totaler Feel-Good-Movie, ja. Dokumentation. Okay, was haben wir denn noch so auf dem Plan hier? Ach, die Serie, natürlich. Die Serie, die alles überschattet hat. Serien. Das Buch vom fetten Boba. auf Disney Channel, was mein Kleiner sehr gern guckt, kommt immer die Werbung für ein Magazin. Da gibt es irgendwie so ein Magazin, so ein Heftchen für die Kinder. Da machen sie immer Werbung, dass da jetzt Boba Fett alle Geheimnisse oder sowas drin enthüllt wird. Da lacht sich immer kaputt über den Namen. Oh, da ist Boba Fett. Ja, erzähl was. Episch. Ich fand's gut. Du fandst es nicht so gut. Ja, Moment, vielleicht sollen wir erstmal ein bisschen spoilerfrei mal zusammenfassen, was man denn jetzt hier eigentlich zu sehen bekommt. Wie soll man denn diese erste Folge spoilerfrei zusammenfassen? Ja, das geht doch gar nicht. Nicht ganz so weit gehen ansonsten. wer ganz vorsichtig sein will, muss halt jetzt doch mal ausschalten oder überspringen.
Also wir sehen Boba Fett, der ja in, was war das, Imperium schlägt zurück, ne, war das die Szene mit den Raketenwürmern da, oder? Wo der da reinfällt. War das Imperium schlägt zurück oder war das? Ja, ich glaube, Ja. Da fällt er ja in diesen Sandwurm rein, wird da gefressen, fällt da von diesem Gleiter runter und damit beginnt quasi das Buch von Boba Fett. Wir sehen ihn, wie er da so in den Gedärmen, in dem Magen, wo auch noch so ein Stormtrooper mit drin ist und er kämpft sich dann quasi dort raus aus diesem Sandwurm und kämpft sich da nach oben durch und ist natürlich total kaputt gegangen, also total, er hat es total erwischt, total mitgenommen, das ganze Thema. Und er wird dann gefangen genommen von, wie heißen diese Sandleute da? Ja, ja, die Sandmenschen, ja. Und erstmal wieder so ein bisschen aufgepäppelt, aber die meinen erstmal nichts Gutes mit ihm, sondern die beachten ihn eher so als Gefangenen. Und die Tustenräuber heißen sie. Er wird dann auch noch so weiter getradet zu anderen und letzten Endes landet er dann in dem Ort, wo Jabba the Hutt als Gangsterboss in Anführungszeichen aktiv war und übernimmt dem seinen Posten, um dort quasi als neuer Gangsterboss dort seine Sachen einzutreiben und für Schutz zu sorgen und so weiter. Ne? Das ist so quasi das, was wir in dem ersten Teil sehen. Natürlich gibt es dann andere kriminelle Personen, die ihm da nichts Gutes wollen und die da gegen ihn kämpfen. Und an seiner Seite ist Fennec Shand, gespielt von Ming-Na Wen, die ja unterstützt ihn da so ein bisschen dabei. Und ich glaube, soweit kann man das spoilerfrei erstmal so zusammenfassen. Ne? Also er ist dann so in diesem Outer Rim und will da so ein bisschen als Gangsterboss aktiv sein. Viel mehr sehen wir jetzt erstmal noch nicht, oder? Nee. Deswegen fand ich es ja, wobei ist es ja wirklich dieses, ja, du sagst, es ist relativ dünn, aber er liegt halt in diesem Bacta-Tank zur Heilung, in den er auch immer wieder rein muss. Und da drin hat er eben diese Rückblende-Vision, diese Rückblenden, wo man eben sieht, was ist denn seitdem passiert. Das ist ja wirklich, knüpft ja da ein Stück weit dran an das, was bei The Mandalorian war, als er da plötzlich aufgetaucht ist und alle nur so, what the fuck? Und man sieht wirklich, dadurch, dass es dann die Szene mit dem Film ist, also diese Flashbacks, das sind, wie er da rauskommt, was dann passiert ist, wie seine Rüstung geklaut wurde, die er im späteren Verlauf da auch schon hat. Und das erzählt eigentlich so zwei Geschichten gerade. Und zwar einerseits das, wie er dorthin gekommen ist, wo er ist, und andererseits das, wo er jetzt gerade ist. Also ist das einmal in der Vergangenheit und einmal in der Gegenwart. Und das immer mit so Flashbacks eingearbeitet. Und das finde ich relativ spannend, weil es wunderschön darstellt oder Erklärung dafür gibt, warum er beim Mandalorian dabei war. Jetzt ist halt nur die Frage, wie das zeitlich noch zum Unterbringen ist, aber da hoffe und denke ich, dass auf jeden Fall noch Auflösungen kommen werden. Es ist für mich allerdings echt von der ersten Sekunde an ein absolutes Star Wars Feeling. Es ist angelehnt an den Mandalorian, sowohl von der Aufmachung als auch vom Sound her. Und das finde ich eigentlich richtig gut. Also ich fand es richtig, richtig gut. Ich habe richtig Bock, da weiter zu gucken, weil ich unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Wie kam er dorthin? Wie hat er seine Rüstung wiederbekommen? Wie hat er seine Slave One wiederbekommen? Weil der hat ja gar nichts mehr in dem einen Rückblick erstmal. Und ja, wie kommt es zu der Position, wo er jetzt ist? Was hängt da dahinter? Und wie ist die Überschneidung mit dem Mandalorian? Das sind also die Fragen, die ich noch habe und die ich hoffentlich beantwortet bekomme. Also ich bin richtig scharf drauf. Chris hat Bock. Ja. Ich hab Bock. Ich bin ja auch, sag ich mal, ich bin ja noch nicht ganz überzeugt. Das ist ja, heißt ja jetzt nicht, dass ich schlecht finde oder so. Es gab in den 80er Jahren mal eine Fernsehserie, die hieß Dallas. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja. Und bei Dallas gab es einen sehr beliebten Charakter, den Bobby Ewing. Das war so mit der beliebteste von dem Ganzen, gespielt von Patrick Duffy. Und der hatte einen sehr dramatischen Serientod. Und den haben sehr viele
bedauert, sehr viele hat es mitgerissen. Damals gab es noch nicht so Social Media oder sowas, ne? Aber es hat schon Wellen geschlagen, ja. Es waren damals so Leserbriefe und so weiter. Was dazu geführt hat, dass man in einer total dämlichen Szene ihn wieder zurückkommen lassen hat. Er stand plötzlich wieder unter der Dusche. Es wird gar nicht mehr thematisiert, wie ist das jetzt passiert und wie konnte er das überleben und sowas. Und ich hatte so einen leichten Flashback hier am Anfang. Es war für mich bei dem alten Star Wars Film war es für mich so, ich fand das eine sehr, sehr dramatische Szene, dass Boba Fett da reingeflogen ist in diesen, ich habe den auch als Kind damals gesehen, den Star Wars Film, ne, ja wahrscheinlich auch. Und das war für mich eine Szene, wo ich dachte, wow, weil ich fand den auch böse. Ich fand den böse. Der hat böse Sachen gemacht und ich fand, das geschieht ihm recht, dass er da reingeflogen ist. Und ich fand es richtig, dass er da gestorben ist auf so eine fiese Art, weil er wollte ja, dass die anderen da reinfallen. Und deswegen fand ich das in Ordnung und das war für mich so ein Ding, der fällt da rein in dem und der stirbt da drin. So, Punkt. So, und jetzt kommt halt die Serie, die macht damit auf, so, ah, übrigens, wir haben euch ausgetrickst. Hier, er steht unter der Dusche, er lebt noch. Nein, er steht natürlich nicht unter der Dusche, sondern er ist halt in den Gedärmen. Und das, ich fand den Trick ein bisschen billig, muss ich sagen. Ich hätte eher, ja, aber das hat er nicht Boba Fett aufgemacht, das Thema, sondern er war ja schon im Mandalorian zu sehen. Ja. Und er ist ja bekanntlich nach dem Unfall. Aber da, also nachdem er von dem Sandwurm. Da war es halt noch nicht ganz so offensichtlich, dass er das irgendwie überlebt haben soll. Und ich weiß nicht, ich fand es halt ein bisschen, einen billigen Taschenspielertrick, das so zu machen. Ich hätte mir da ein bisschen was anderes gewünscht. Und das, insgesamt fand ich halt die Story im ersten Teil ein bisschen dünn. Aber Moment. Ich lasse dich jetzt hier nicht so einfach aus der Nummer gerade mal hier raus. Jetzt Moment. Nein, ich platze nicht. Darum geht's nicht. Ich will nur den Erik jetzt gerade hier nicht so einfach aus der Nummer raus. Ja, und ich fand's euch ganz nett und blablabla. Jetzt pass mal auf, mein Freund. Also, als der beim Mandalorian erschienen ist, hast du dir nicht die Frage gestellt mit, warum lebt der? Ja, ich habe schon gedacht, warum lebt der? Der ist doch eigentlich dann und dann gestorben. Dann habe ich gedacht, vielleicht stimmt da irgendwas mit der Zeitlinie nicht oder es ist jemand anders. So, genau. Und das ist der Punkt. Oder weil ist jemand anders. Ich finde, oder ist jemand anders. Aber ist er ja alles nicht, weil es zeigt sich ja deutlich, warum er noch am Leben ist. Mhm. Weil du darfst nicht vergessen, aus welchem Material ist seine Rüstung, welche Tools hat er alles dabei und blablabla. Das heißt, dass der ein Überlebenskünstler ist, darüber brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Dass der einen Weg gefunden hat, das zu überleben, im anderen, anders als der Stormtrooper, der mit dem drin hängt, das sieht man auch relativ einfach und relativ schnell, indem er einfach seine Tools nutzt. Dass er völlig am Ende war danach, weil das richtig Kraft und alles gekostet hat, das auch. Nur, da hat er es auch ohne den Bacta-Tank geschafft, irgendwie rauszukommen. Warum liegt er dann jetzt in dem Bacta-Tank? Also irgendwas ist da noch ganz gewaltig im Busch. Ich finde, dieses Ding zu zeigen, wie er da rauskam, ist für mich super schlüssig, weil er hat einfach das eingesetzt, was er hat. Und dazu gehört eben auch sein Überlebenswille. Und dieses Erkennen, dass jetzt nicht unbedingt die Jedis die Bösen sind oder die Kackbratzen sind, das wird, denke ich, auch noch kommen. Weil er ja auch mehr oder weniger vom Imperium da auch verraten wurde. Und das sind alles so Punkte, die ich jetzt eigentlich schon ganz gut dargestellt sehe, weil es für mich einfach, ja, welche Möglichkeiten hätte es denn gegeben, dass ihn jemand rausholt aus dem Viech, dass es ein weiterer Klon ist von ihm? Könnte ja auch nicht sein, ne? Ich muss das vielleicht noch ein bisschen setzen lassen. Das war für mich so ein Ding, dass das, was aus meiner Kindheit hier erstmal, weißt du, so widerrufen wurde, was ich eigentlich akzeptiert hatte. Und das, da muss ich eigentlich erstmal ein bisschen, ja. Ja, wobei, dieses Vergleich mit, ja, stand er plötzlich unter der Dusche und alles war cool. Nein, weil er hatte ja schon ein bisschen vorher einen völlig überraschenden Auftritt, der jetzt in die Erklärungsphase geht. Und das fand ich einfach sehr gut. Ja, ich fand es auch insgesamt gut gefilmt. Auch ich fand diese, ich nenne es mal Parcours-Szenen, fand ich beeindruckend, wo sie da über diesen Häusern und so, das war wahnsinnig gut gemacht. Und ja, die Story in der ersten Folge war ja an sich ein bisschen dünn. Also er kommt halt zurück und übernimmt da den Platz und muss ein bisschen Geld eintreiben und so. Viel mehr war ja da noch nicht. Und die Rückblenden halt, die noch ein bisschen was offenbaren.
ich muss da noch ein bisschen abwarten, ob es mich richtig noch reinsaugt mit der nächsten Folge. Ich habe da eigentlich ein ganz gutes Gefühl dabei, weil bei Mandalorian, bei der ersten Staffel war ich eigentlich sofort bei der ersten Folge voll drin. Aber ist ja manchmal so, dass man ein bisschen Zeit zum Warmwerden braucht. Ich meine, unser Hauptcharakter ist jetzt auch nicht gerade ein Sympathiebolzen. Deswegen brauche ich da vielleicht noch eine Folge. So, mal schauen. Ja. Sympathiebolzen. Ja. Dafür, dass der so selten eigentlich in den Filmen vorkam, war der aber ein sehr, sehr großer Publikumsmagnet. Also den fanden ja irgendwie alle mega cool. Aber im Endeffekt hat er wie viele Minuten in den Filmen? Unter 10? Ich sag mal, der hat halt... taucht er auf? Der hat halt gute Gadgets. Das ist das Iron-Man-Prinzip, weißt du? Die Leute, die coole Sachen haben, das mögen viele. James Bond hat auch immer coole Gadgets und so. Das zieht immer ganz gut. Ja, aber er ist der Hauptdarsteller der Filme. Zuschauer beliebt. Ach so. Der Serie. Ja, nein, ich meine, ach so. Du vergleichst gerade die Faszination zu Boba Fett mit James Bond oder Iron Man. Ja, die hatten aber auch ihre eigenen Filme, die waren ihre eigenen Hauptdarsteller. Boba Fett taucht in den ursprünglichen Star Wars Filmen weniger als 10 Minuten Screenzeit auf und trotzdem sind alle krass fasziniert gewesen von ihm. Und das ist das, was mich so stutzig macht eigentlich, wie der in diese ganze Geschichte reingehört und was die Leute an ihm so faszinierend finden, dafür, dass er so wenig auftaucht. Ja? Und deswegen finde ich es auch in Ordnung, dadurch, dass er so eine Faszination auslöst, dass sie jetzt eine eigene Serie haben, nur mit ihm oder über ihn und über seine Geschichte. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Schauen wir mal. Das wird spannend. Das wird richtig spannend. Nächste Woche gibt es dann mehr. Wann kommt das immer? Mittwochs, ne? Oder so? Ja. Ja. Ich glaube, Mittwoch. Ja. Also gucken wir nächsten Mittwoch mal. Vielleicht weiß ich dann schon mehr, ob es mich mehr reinzieht oder nicht. Bin gespannt. Und dann sind wir eigentlich schon in der Rätselecke, glaube ich. Und dann gehen wir doch mal rein. Rätselecke. Okay, da wir ja heute den Film Don't Look Up ja besprochen hatten, habe ich eine richtig oder falsch Frage für euch. Während der Dreharbeiten zu Don't Look Up hatte Jennifer Lawrence die ganze Zeit einen abgebrochenen Zahn, der in der Postproduktion digital ersetzt wurde. Richtig oder falsch? Glaube ich sofort. dann sage ich falsch. Es ist aber richtig. Sie hatte tatsächlich sich den Zahn abgebrochen und wegen der Corona-Beschränkungen durfte sie diese Bubble von den Filmdreharbeiten nicht verlassen. Und dann hat man gesagt, okay, dann spielst du mal so. Und ich hab den Fakt gelesen, bevor ich den Film gesehen habe. Ich habe blöderweise immer drauf geachtet, jedes Mal, wenn sie gelächelt hat oder so. Also das macht den Film ein bisschen kaputt. Ich hoffe, ihr Hörerinnen, liebe Hörer, ihr habt den nicht noch vor euch. Okay, also 1-0 für die Kate bis jetzt. Toll. Oh, toll. Schon kein Bock mehr. Okay. Kannst ja wieder ausgleichen hier. Was mache ich jetzt hier? Mache ich jetzt hier das? Oder mache ich. Ich hätte nämlich auch ein paar Tennissachen, ein paar Tennisfakten, aber ich glaube, das ist ein bisschen weit hergeholt. Aufschlag Becker. Nee, ist ein bisschen weit. Ich mache mal eine Multiple-Choice-Frage. Um welche Schauspielerin oder Schauspieler hat folgendes Zitat gebracht? Auf die Frage nach der Kindheit beantwortete die betreffende Person mit, Zitat, ich glaube, ich hatte Super Mario und Tetris und das war's. Wer war das? Wer hat das gesagt? War das A, Ana de Armas, B, Jack Black, C, Emma Watson oder D, Ryan Reynolds? Jack Black. Ryan Reynolds. Noobs, ey, es war Ana de Armas. Mensch, Chris, jetzt stelle ich extra so eine Frage hier. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du die Frage. Ich dachte, du weißt da alles. Du bist hier wie beim großen Preis der Experte. Nee, ich weiß nur ihre Handynummer, das reicht. Ach so. Also 1-0 immer noch für Kate. Und, ich bin jetzt abgelenkt. Ich denke jetzt an Ana de Armas. Das ist unfair. Und dann machen wir mal noch eine Wissensfrage und da geht es darum, wer zuerst die richtige Antwort nennt, falls es jemand gleich weiß, ja, schreit es einfach rein.
Matt Damon und Ben Affleck habe ich heute schon mehrere Male erwähnt, ja. Die haben schon einmal ein Drehbuch für einen Film zusammengeschrieben, für das sie 1998 den Oscar für das beste Drehbuch gewonnen haben. Um welchen Film handelt es sich? Boah. Warte, das war Good Will Hunting. Richtig. Sehr gut. Also 1-1. Genau, ich hätte noch als Tipp gehabt, wenn jetzt, wenn der lange Robin Williams hat auch in, für den gleichen Film den Oscar bekommen für die beste Nebenrolle. Okay. Good Will Hunting. Okay. Dann machen wir mal. Großartiger Film. Ja, sehr guter Film. Dann machen wir mal folgendes: neues Spiel. Und zwar Filme anhand der Rezensionen von Usern erraten. Also, ich lese eine Rezension vor. Und wer glaubt, ihr könnt Filme reinrufen, wie ihr wollt, wer zuerst den richtigen Film nennt, der bekommt den Punkt. Also, es steht 1-1. Es geht hier um Die Wurst. Gut gesagt, ne? Also, es ist ein sehr bekannter Film, bitte, ja? Ich mache hier gerade random, so. Machen wir erstmal die. Ich muss natürlich gewisse Worte ausblenden, ne? Also, es sind jetzt nicht 1-1, ja? Lustiger Anti-Heldenfilm. Der Hauptdarsteller überzeugt, genauso wie die Spezialeffekte. Okay, ich mache mal weiter. Yes, nach Deadpool, der nächste erfrischende Anti-Held. Der Hauptdarsteller. Venom. Kate war zuerst, sorry. Genau, okay. Super, ich hab Kate. Gewonnen. Ja, du hast gewonnen. Du kriegst hier deinen. Ich hab gewonnen. Hey, Glückwunsch. Keiner anderen hätte ich den Sieg mehr gegönnt als dir. Außer dir. Ich habe übrigens ein paar Tennis... Keiner anderen, ein paar coole Tennis-Fakten jetzt, weil ich ja auch die Doku geguckt habe. Ne? Die will ich hier einfach mal droppen. Die werde ich nicht als Frage stellen. Und zwar, wusstet ihr zum Beispiel, dass Tennisbälle ursprünglich weiß waren und erst seit 1986 gelb sind? Ja, hätte ich sogar gewusst, krass, weil ich weiß noch, dass bei meinen Eltern, die hatten auch tatsächlich noch weiße Tennisbälle. Mhm. Und da habe ich als Kind gefragt, hä? Dann haben die gesagt, ja, die waren früher weiß. Man kann auch noch weiße kaufen. Absolut. Tatsächlich. Ja. So, und das zweite ist den Tennisfakt. Wusstest du, Moment, wusstest du, dass diese normalen Tennisbälle ja, ein total tolles Hundespielzeug sind, aber Hunde damit eigentlich nicht spielen sollten mit den normalen Tennisbällen. Weil die Flusen abnagen, ne? Nicht wegen den Flusen, sondern wegen der Beschichtung, die da drum ist. Die könnte giftig sein für die Tiere. Ah, okay, ja. Deswegen, aber die nehmen die halt gerne, weil die schön springen und so. Weil die schön apportieren können und draufkatschen. Aber es gibt ja auch Tennisbälle für Hunde, die genauso den gleichen Effekt haben, nur nicht giftig sind. Die sind dann halt wie Squashbälle, nur ein bisschen größer, ne? Kurioser Fakt noch, und zwar, welcher Tennispokal ist mit einer Ananas dekoriert? Das wusste ich auch nicht. Es ist tatsächlich Wimbledon. Der Wimbledon-Pokal hat obendrauf eine Ananas, weil damals, als der Cup aufgelegt wurde, war die Ananas ein Luxussymbol, weil das nur mit viel Aufwand zu bekommen war von reichen Leuten. Und sie galt dann im 18. und 19. Jahrhundert als Zeichen von Reichtum und wurde Gästen serviert, um besondere Wertschätzung entgegenzubringen. Krass. Also das war's mit meinen Tennisfakten, die wollte ich aber heute mal droppen, weil wir einen Tennisfilm hatten. Sonst kann ich die ja nie wieder anbringen, ja. Und ja, dann sind wir nochmal, was haben wir hier? Ach nee, gehen wir doch mal in die Musiktipps rein. Music. Ich werde hier gleich mal nebenbei Spotify aufmachen und die draufpacken. Was habt ihr denn so ausgewählt? Ich habe die vergangene Woche ganz oft und ganz viel wieder Theory of a Dead Man gehört und erneut festgestellt, wie sehr ich den Song RX mag. RX in Klammern Medicaid. Mhm. Ja. Zur Playlist hinzufügen, ist drauf. Chris? Ich habe es heute ja in der Sendung schon angekündigt bei der Besprechung von Don't Look Up. Ich habe von Ariana Grande und Kid Cudi Just Look Up den Song, weil es einfach so herrlich ist und ich finde es einfach so großartig, dass Ariana Grande das auch so mitgemacht hat. Also da hat sie richtig Bonuspunkte mal mitgesammelt und ich möchte nochmal zitieren: Look up,
what he's really trying to say is get your head out of your ass, listen to the goddamn qualified scientist. We really fucked it up this time. It's so close, I can feel the heat big time. And you can act like everything is all right, but this is probably happening in real time. Celebrate or cry or pray, whatever it takes to get you through the mess we made, because tomorrow may never come. Amen. Turn off that shit Fox News, ne? Oh Mann. Einfach so gut. Ja. Echt guter Film. Und wird wahrscheinlich, denke ich mal, auch nominiert werden für den besten Song bei den Oscars, schätze ich mal. Hat Chancen. Weil solche Original-Songs, die kommen da mal gut. Und ich packe einen Song drauf von Stromae, den man ja in Deutschland ein bisschen kennt. Der hat ja, ich glaube, Alain und Das. Alain und Das. Der ging ja ganz schön nach vorne. Und Papa Ute und so. Der hat seit, ich glaube, ein paar Papa Monaten... Papa Ute. Der hat einen neuen Song, der heißt Santé. Und weil ich euch viel Gesundheit wünsche, euch und allen, liebe Hörerinnen und Hörern, im neuen Jahr, machen wir mal Santé drauf. Und der ist nicht ganz so ein Thrasher-Song wie... à la en danse, sondern ein bisschen ruhiger und melodischer, aber ein sehr cooles Ding und kommt immer in dieser, ich gucke immer so einen französischen Musiksender, der heißt C-Star TV und ist quasi so ein französisches MTV. Da kommt immer eine interessante Mischung aus Englischen und Französischen. Hat er mir sehr gut gefallen. Ohrwurm für mich und dann sind wir durch für heute. Dann... Yay, ciao! Genau. Nein, ich möchte noch was sagen. Sag noch was. Ich möchte noch was sagen. Ruhe in Frieden, Betty White. Ah ja. Golden Girl, Betty White. Ja, ich muss auch noch was sagen. Golden Girl, absolute Ikone. Ich muss auch noch was sagen. Ja. An alle meine Freunde da draußen, die genauso Harry Potter lieben wie ich, schaut euch das Anniversary Special an. Es ist sehr, sehr toll. Und habt Taschentücher bereit. Es ist sehr gut. So wie dazu. Sowas wie Friends. Das Special da. Ja, sowas ein bisschen, also nicht ganz so. Das ist, Friends war ja so mit Moderator und so. Das ist jetzt eher so ein bisschen wie ein Klassentreffen. Man trifft sich, man kommt wieder an die alten Drehorte zurück und blickt einfach gemeinsam, also sie blicken quasi gemeinsam auf die vergangenen Filme zurück und ihre Teenagerjahre und wie sie halt da groß geworden sind mit den Filmen und so. Und das ist sehr, sehr schön gemacht. Schöne Einblicke auch nochmal hinter die Kulissen während den Dreharbeiten. Sehr schön. Angucken. Wo gibt's das? HBO Max beziehungsweise Sky. Okay. Seit gestern. Gut. Also schaut das mal an. Und alle anderen, ihr geht ins Kino. Da gibt's viel. Oder wer nicht ins Kino will, guckt Don't Look Up auf Netflix. Das waren meine Worte. Bleibt alle gesund. Bis Sonntag. Nächste Woche dann. Macht's gut. Tschüss. Guten Start in 2022 nochmal. Peace. Auf Wiederhören. Peace. Tschüss. Der Kinocast.